Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Frostpunk. Wir sind immer kurz vorm Sterben, glaube ich. Oder eigentlich geht es uns doch eigentlich noch ganz gut. Eigentlich. Wir haben plus Essen. Ja, es ist nur minus 60 Grad. Oh, guck mal da. Die Temperatur wird deutlich sinken. 3 Stufen. Alter, dann haben wir das Wetter wie jetzt, glaube ich, ne? Ich weiß nicht genau. Jetzt wird es auf jeden Fall wieder wärmer. Jetzt springen wir kurz voraus. Bam. Es dauert noch einen Tag, glaube ich, bis das da ist. Oder es dauert 3 Stunden. Leichten Frostbeulen. Leichte Frostbeulen, schwere Frostbeulen. Scheiße, noch ein Diebstahl. Wachen sollen ihn fassen. Stimmt, die scheiß Londoner. Erwischt. Unsere Wachen haben gute Arbeit geleistet. Sie haben die Vorräte wieder beschafft. Und noch wichtiger, einen der Übeltäter erfasst. Jetzt können sie den Diebstahl ein Ende machen. Was sollen sie mit dem Dieb machen? Lasst ihn gehen, aber wir werden bald einen Platz für ihn haben. Verbrennt ihn. Verbannt ihn. Unsere Einwohner werden über sein Schicksal entscheiden. Ja, das ist eine gute Idee. Was ist denn da? Du hast 3 Tage Zeit für ein Gefängnis. Nee, die Einwohner sollen entscheiden. Das ist eine gute Idee. Ein Londoner gewinnt zusätzlich... Scheiße, ist gestorben. Die haben ihn töten lassen. Und? Komm schon. Wärme. Ah, Versprechen gehalten. Hoffnung steigt. Und es wird wieder wärmer. Woo! Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ist es wieder wärmer geworden. Nur 40? Ich dachte plus 20. Minus 20. Oh Mann, scheiße. Klicke, Wärmeschichten, blablabla. Das ist besser jetzt. Jetzt können wir da... So, jetzt haben wir doch das hier. Komm, das muss doch hier funktionieren. Guck, wie viele gepflegt werden hier. So. Okay. Bauen wir mal. Außenpostendepot dauert... Auch wir brauchen 45 Stahl. Blablabla. Übel. Wir brauchen noch 5 Stunden, dann ist das Team da. Okay. Okilidokili. Was ist das denn hier? Das Sanitätsdingens. Aber Kohle ist okay. Es ist aber nicht toll. Ja? Es ist nicht toll. Es ist nicht so toll. Fehlt halt einer, aber was soll ich machen? Sterben da immer mehr? Vorbildliches Verhalten. Sir, eine Gruppe von Einwohnern hat unter der Leitung von Vorarbeiters Inspiration in ihrer Arbeit gefunden und entscheiden, ihren Arbeitsplatz eigenständig zu organisieren. Die Einstellung und Motivation sind heute vorbildlich. Sehr gut gemacht. Weiter so. Ich finde das gut hier. Ihr seid die Besten. Das Stahlwerk. Ohne euch. Ah, hier. Erforschen. Lager der Amerikaner. Das Lager... im Lager ist keine Menschenseele. Wir haben etwa 1 Dutzend abgemagerte Leichen gefunden. Erstaunlicherweise sind die meisten invalide Personen mit Prothesen. Cool, extra Prothesen. Verhungerte Amerikaner. Das Lager der Amerikaner war mit allem Guten ausgestattet, außer mit Nahrungsmitteln. Als wir die Zelte durchsuchten, fanden wir noch mehr Opfer des Hungers. Die meisten von ihnen abgenutzt und sehr fortschrittliche Prothesen mit Firmenlogo Tesla Manufacturing. Wir konnten... Ach so geil, so Tesla... Nehmt die Rohstoffe mit. Und nochmal Eisen. Ziemlich viel. Das ist gut. Wir bringen das direkt zurück. Schade, dass wir keine neuen Einwohner finden. Aber wir kriegen die nicht auch Kinder? Wir haben jetzt ein Krankenhaus. Wir haben ein Pflegeheim. Alles. Warum nicht funktionsfähig? Kein Rohdingens, ne? Aber 200 Generatoreffizienz erforscht. Gut, dann... Dampfzentrenreichweite, Überlastung, Rohstoffe. Wir brauchen mehr Kohle, bevor wir irgendwie weitermachen können. Holzkohlemeiler, Ausrüstungssägewerk, Dampfsägewerk, Dampfstahlwerk, Erkundung, leichte Späherschlitten, Entschuldigung, Jagdtechniken, Wärmedämmung, Treibhaus. Oh, das kostet alles ziemlich viel. Kohlebau 2. Ausrüstungssägewerk. Oh, ich bin am Überlegen. Fliegende Jäger.
Dampfkohlemine, das wär's eigentlich. Aber das... Wie lange dauert das? 50 Dingens. Holzkohlemeiler. Holzkohlemeiler produzieren 33% mehr Kohle. Ausrüstung Sägewerk. Mauerbohrer. Ich muss überlegen, vielleicht dämmen wir mal einige Sachen. Fangen wir mit dem Treibhaus an. Und das Krankenhaus braucht auch Wärmedämmung. Besonders wenn es kalt ist, können wir Generatoreffizienz erforscht. Das ist permanent effizienter, ja? Verbraucht weniger Kohle. Ups, was war das? Okay. Die Londoner, Mann, die Arschgeigen. Ich hasse sie. Ich hasse Londoner. Kann man nicht mein Rest Time. Wut über die Kälte. Was denn? Ich habe genug Heizung. Beheizen Sie einen untergekühlten Lager. Löst die Menge auf. Das kann ich nicht machen. Es ist. Guck mal. Leute, es ist schön warm hier. Ja? Es ist vielleicht okay. Vielleicht ist es nicht so warm. Aber Dampfstufe 3 müsste ich eigentlich mal. 13 Cold Turn, this level to steam. 3 plus 3 Temperatur, 300% Kohleverbrauch. Okay, ich muss Kohle-Dampf-Dinger erforschen. Hier. Und dann sollte das ja. Oh je, oh je, oh je. Kohle wird wieder ein Problem. Gesetze, Zweck. Patrouillen, Propagandazentrum, Gefängnis, Treueschwur. Zurück. Neuer Bauplan, Prothese, verfügbar in Fabrik. Nee, das können wir nicht machen. Ups. Kinderarbeit, Kinderheime. Alle arbeiten. Ingenieurslinge. Wirtshaus. Wirtshaus. Neue Gebäude, Wirtshaus. Einwohner im Wirtshaus besuchen, weniger unzufrieden. Hoffnung steigt. Musst ein Wirtshaus bauen. Bam. Oh, ein Wirtshaus. Warum gibt's das nicht schon viel früher? A new law has passed. So, brauche ich das irgendwie besonders? Nö, es kann hier hin. Oder machen wir es lieber hier hin? Oder machen wir es lieber... Hier kommt das Wirtshaus hin. 200 Nahrung. Okay, das geht. Effizient. Da wird effizient gearbeitet. Da gibt es keine Vorarbeiter. Hier. Forschung. Das ist eine gute Idee. So. Wie viel brauche ich für so ein Außenposten-Ding jetzt nochmal? 45 Stahl. Wann kommt unser Typ zurück? 4 Stunden. Dann fangen wir es an zu bauen. Kohle ist ein Problem. Und unser Roboter ist ja nicht da. Der geht jetzt zurück und... Scheiße, was wollt ihr? Noch ein Diebstahl. Die Wachen sollen sie fassen. Ich brauche ein Gefängnis. Wache gescheitert. Ein Einwohner ist gestorben. Im Dienst ermordet. Sperrt ihn ein. Verbannt ihn. Einer unserer Wachleute wurde erschlagen. Als der Londoner verfolgt hat, haben sie ihn die Diebe gefasst. Als er den Mörder, was sollen wir mit ihm machen? Aber er ist nicht der Mörder. Verbannen. Aber er ist aber Dieb. Jetzt wird er verbannt. Sollen doch alle verbannt werden? Ich brauche ein Gefängnis. Zeigt ihn, okay. Oh Mann, scheiß Londoner. Speer sind sicher heimgekehrt. So. Liebe Speer. Temporäre Siedlung. Geht da mal hin, vielleicht finden wir da noch welche. So, jetzt haben wir genug Dingens für den Außenposten-Dieb. Alter, geil. Sag nicht, das können wir jetzt endlich... Cool, jetzt haben wir so einen riesen Fahrstuhl. Wie geil ist das denn? Guck mal, hier gibt es auch so einen... Coole Scheiße. Ist das cool? Guck mal. Unser Game of Thrones Fahrstuhl. Cool. Treibhauswärmedämmung. Ja gut, Kohle ist aber halt ein Problem. Brauchen mehr Arbeiter da. Können wir auch einen Vorarbeiter in die Kohlemine, wo Dingens ist.
Diese Einrichtung führt beim 24. effizienter Vorarbeiter. Generator fährt runter. Scheiße, scheiße, scheiße. Er darf nicht runterfahren, Leute. Komm schon, bleib an. Hoffnung kehrt zurück, die Londoner. Zum ersten Mal konnten wir London niemanden davon überzeugen, unsere Stadt zu verlassen, nach London zu fliehen. Die Einwohner erholen sich allmählich in den Schock und den Winterheim und blicken wieder hoffnungsvoll in die Zukunft. Werden die Kranken nicht verpflegt? Ach, scheiße. Nee, ist alles gut. Also das sind... Nee, die werden nicht verpflegt. Wir haben 49 Kranke, ist das richtig? Wie viele Patienten haben die denn? Oh, scheiße, oh, scheiße. Oh, scheiße, oh, scheiße. Aber ich kann die doch gar nicht... Nee, scheiße. Ich hab viel zu viel Kranke. Viel zu viel Kranke. Ah, scheiße. Ich habe auch keine Arbeitskräfte. Come, lads. We must work harder. Oh Gott. Ich glaube, es wird übel. Und ich will noch mehr Leute finden. Ja, klar. So. Im Bau, ist im Bau. Alles gut, alles gut. 225. Wo habe ich die denn jetzt herbekommen? Das, nee, das waren mal mehr, ne? Das sind weniger geworden. Oh Gott. Halt! Da geht nix. Stahlwerk. Okay. Wirtshaus gebaut. Hoffnung steigt. Achso, das Wirtshaus. Weniger Amputation. Gut gemacht, Herr Doktor. Sir, der Arzt, der radikale Behandlung verbessern wollte, ist hier. Er berichtet von einem Durchbruch. Es ist eine unorthodoxe Methode und meine gelehrten Kollegen wären entsetzt über die Experimente, die ich durchführen musste. Aber es funktioniert. Ich gehe davon aus, dass die Anzahl der Amputationen bei radikaler Behandlung halbiert wird. Sehr gut. Okay, ich muss jetzt dafür sorgen, dass die Leute mal gesund werden. Das ist meine momentane Sorge. Und das ist echt ein Problem hier. Was ist hier los? Rohnahrung. Ja, das ist ja kein Problem. Haben wir ja noch. So, wir haben 261 Rationen. Pass auf, wir machen mal eine Jägerhütte weg. Keine. Aus. Okay. Dafür brauchen wir mehr Ingenieure. Das ist auch das Problem. Scheiße. Ingenieure. Werden halt überall immer mal wieder weniger. Keine Ingenieure. Normale Arbeiter. Okay. Wir brauchen 10 Arbeiter. Guck mal, mit dem Fahrstuhl, wie cool das aussieht. Oh Mann, ich würde gerne ranzoomen. Oh Mann, ey. Oh je, Mini. Holz. Wird da noch gearbeitet? Ja, das ist kein Problem. Forschung. Heizung. Da. Da müssen wir hin. Überlastungskopplung. Was macht das denn hier? Ermöglicht Erhöhung der Temperatur in allen Wärmezonen um 2 Stufen, wenn die Generatorüberlastung aktiv ist. Verbesserte Heizkörper. Nein, wir machen das jetzt hier. Steigern. 100 Holz. So. Ich will, dass hier gearbeitet wird, aber richtig. Hopp, hopp, los! Bringt mir Holz. 100 stand da? Ich weiß gar nicht. 100?
100 Holz. 100 Holz. Was war jetzt nochmal mit Gesetzesdingen? Was wollte ich machen? Pflegeheime, Proti, bla bla bla. Zusatzration für Kranke. Ah, sehr gut. Einige wurden überzeugt. Lasst sie reden. Verjagt die Redner. Okay. Wir haben einiges an Kohle. So, wir haben einige Sanitätsritte. Das geht hier hoffentlich jetzt mal runter mit den Kranken. Okay. Fehlende Kranke. Fehlende Kranke? Wie könnte das sein? Sind die jetzt alle in Behandlung? Hoffentlich. Machen wir mal hier die Zusatzration für die Kranken beim Krankenhaus. Ist noch ein Turm. Wirtshaus. Okay. So langsam sicher verliere ich auch den Überblick. 10, 10, 10, pass auf. Außenposten-Team. Das muss definitiv jetzt mal gemacht werden. Die bringen uns ja permanent Ressourcen. 14 Stunden. Okay, das geht. Und die sind noch einen Tag entfernt. Auf dem Friedhof beginnt eine Beerdigungszeremonie. Sehr schön. Ich bin stolz. Ich bin stolz auf euch. Hier arbeitet nur noch einer. Kranken wir wieder. Die sollen lieber von selbst mal überall arbeiten gehen, wo Plätze frei sind. Guck mal, die Kohle, wie voll die hier. Toll. Holz. 15 nur noch. Scheiße, habe ich das jetzt aufgebraucht, ne? Naja, dann macht mal weiter. Das nächste Holz muss ich jetzt für was anderes benutzen. Wir müssen organisiert, irgendwas müssen wir tun. Bla bla bla. Bla bla bla. Let's march to work. Okay, warten wir. 100 Holz brauchen wir. 50. Oh Mann, scheiße, da wird's richtig kalt. Wir haben Gott sei Dank genug Kohle. Speisehaushelfer. Das könnten wir uns leider nicht leisten. Gibt uns hier, was wir brauchen. Wir können uns das leider nicht leisten. Wir haben keine Superprothesenfabriken. Und bam. Okay. Gut. Ich muss diese Dampfkohle-Dinger bauen unbedingt. Hast du irgendwas gesehen gerade? Was war denn da sonst gerade? Work day end. Ihr sollt nicht aufhören zu arbeiten, oh Mann, ey. Wird aber nicht lange kalt, ein oder zwei Tage. Nicht lange. Halt! Da. Erforschen, temporäre Siedlung. Diese Siedlung scheint verlassen zu sein. Besteht aus mehreren Holzhütten, ist völlig leer. Zentrum steht ein aufrechter Felsen. Guck mal hier, hast du bestimmt ein Denkmal, ja. Des Unrechts. Im Zentrum der Siedlung steht ein aufgerichteter Felsbrocken. Jemand hat die Botschaft in eine Oberfläche gemeißelt. Möge der Allmächtige dem Genie vergeben, das menschliches Leben im Namen der Fortschritt geopfert hat. Denn wir können es nicht. Die Vertriebenen aus Tesla City. Wir werden das Denkmal nicht anfassen, wollen aber die Hütte abbauen, um an das Holz zu kommen. Entdeckte Orte. Dreadnought. Anlegestelle und ummauerte Kolonie. Nehmt die Rohstoffe. Dreadnought. Tesla City. Und ummauerte Kolonie. Da gehen wir jetzt mal hin. Wir gehen weiter. Die sind da. Außenposten bauen. Ein Tag, 100 Lieferungen, 150 Holz in unsere Stadt. Liefert alle, jeden Tag 150 Holz. So, wir müssen dann auch bald mal das Kohleding bauen. Fehlende Kranke. Fehlen wegen Kranken, fehlende Kranke. So.
Okay, weiter. Gut, wir kriegen jeden Tag jetzt ein Holz. Das ist sehr gut. Es wird, glaube ich, noch gebaut. Der Außenposten. Und jetzt wird's kalt. Minus 70. Uns ist kalt, mein lieber Freund. Overdrive. Und das hilft noch nicht mal. Übel. Überall ist es kühl. Alter Schwede. Oh mein Gott. Die Krankenhäuser müssen arbeiten. Aber das bringt auch nichts. Oh Mann. Kohle, 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 Kohle. Kohle, 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 Leute. Es ist nicht lange so kalt. Keine Sorge. Oh Mann, ist das ein Heckmeck. Gerade die ganzen Kranken, ey. 48 Kranke. Meine Güte, Leute. Ich muss da hier wieder unterbrechen, ja? Wir sehen uns nächste Folge wieder bei Frostpunk. Und bis dahin, haut rein.